Erika wollte nur einen Hund kaufen. Jetzt sitzt sie selbst im Zwinger. Heute soll es um das neueste Buch aus der Fester Extrem-Reihe gehen, und zwar Frauenzwinger von Brett Williams. Dieses Buch ist, wie gesagt, als Softcover im Fester Verlag erschienen, hat insgesamt rund 377 Seiten und kostet in dieser Ausgabe 12,80 Euro und ist als Fester Extremband wirklich ziemlich außergewöhnlich dick. In Frauenzwinger von Brett Williams geht es, wie der Klappentext schon sagt, um Erika. Erika ist eine etwas frustrierte Frau. Sie wünscht sich sehr ein Baby, aber ihr Mann möchte eben noch keine Kinder und verwehrt ihr das eben auch. Und dann will sie dafür einen Hund haben, auch davon ist er nicht so begeistert. Und so entschließt sich heimlich einen Hund zu kaufen, denn wenn sie ihn erstmal hat, dann kann ihr Mann auch nicht mehr Nein sagen. Aber es soll natürlich ein bestimmter Hund werden und in den Tierhandlungen ist es auch so teuer und es dauert ja alles so lange. Also entschließt sie sich, wo auch immer sie die Nummer her hat, anzurufen und hinzufahren. Und so fährt sie auf ein Grundstück, ist ein ziemlich abgelegenes Grundstück, irgendwo in der Pampa. Dort fährt sie mit ihrem dicken Auto erstmal über so eine komische Brücke, die eigentlich gar keine Brücke ist, sondern nur Bretter. Und eigentlich müsste ihr schon irgendwas komisch vorkommen, aber sie kommt an diesem Hof an und dort begegnet ihr ein älterer Mann und ich glaube ein junger Mann auch. Und zeigen ihr einige Hunde, die sind schon ziemlich verwahrlost, aber Erika ist ja eben so in ihrem Tunnel drin und will unbedingt diesen Yorkshire Terrier haben. Und so kommt sie ins Gespräch mit den Männern und so erfahren sie auch, dass niemand weiß, dass sie dort ist. Ein fataler Fehler, wie sie herausstellt, denn kurzerhand überwältigen sie sie und sie wird in einen Zwinger eingesperrt. Neben ihr ist schon eine andere Frau und noch eine und die andere ist hochschwanger. Die redet nicht viel, liegt nur in ihrer Ecke, aber mit Sam, einer noch Gefangenen, freundet sie sich schnell an. Jedenfalls zunächst und sie findet heraus, dass die Männer, wie sollte es anders sein, sie zum Sex benutzen. Die Männer betreiben eine mehr oder weniger Hundezucht und die Frauen halten sie sich zunächst einmal nur zum Spaß. Erika ist nun gefangen und sucht einen Ausweg. Wie gesagt, das ist grob das, worum es in Frauenzwinger geht, eben, dass die komischen Bauerntrampel eben irgendwelche Mädchen einsperren, um sie zu vergewaltigen, um halt ihre sexuellen Gelüste an ihnen auszuleben. Sie bekommen eben auch nur Wasser und so ein Trockenfutter wie Hunde quasi und müssen in so eine Dose urinieren und andere Geschäfte erledigen. Und kommt jeden Tag jemand, der sauber macht. Und die beiden Jungs sind auch nicht die hellsten. Eigentlich geht die treibende Kraft so von dem alten Mann aus. Und in diesem Buch werden eben auf der einen Seite die Gefangenen eben beleuchtet. Auch man hat ja nun eben mehr Zeit, da man mehr Seiten, da der Autor sich mehr Zeit gelassen hat, ja eben in die Geschichte reinzukommen. In den Festern Extrembüchern kennt ihr es ja vielleicht so, dass das ja von der ersten Seite an knallt und losgeht und Bam, Boom, Blut, Gewalt, Vergewaltigung, Verstümmelung etc. Und hier beginnt es eigentlich ziemlich seicht und ich hatte aber das Gefühl, es nimmt auch nicht so richtig gut Fahrt auf. Es ist halt nicht so extrem wie andere Extrembände. Und es werden auch Hintergründe von den Opfern beleuchtet und aber auch von den Tätern eben auch aus der Vergangenheit. Was ist passiert? Warum sind da jetzt nun Frauen gefangen? Und auch welche Veränderungen sich innerhalb der Familie ergeben im Laufe der Zeit. Und das ist ja eben ich glaube der Titel auf Englisch heißt Family Business. Und ich finde, das drückt es eigentlich ziemlich gut aus, weil es ist ein Familienbetrieb, den der Alte begonnen hat und er möchte nun, dass seine Söhne den auch weiterführen. Und eines Tages kommt dann ihre Cousine und zeigt sich, dass sie doch besser dafür geeignet ist als seine eigenen Söhne und die ist auch ziemlich ambitioniert und motiviert, noch mehr Geld aus dem Betrieb rauszuholen, als es ihr Onkel eh schon getan hat. Ja.
Eigentlich gibt es in diesem Buch, fand ich, es war so ein bisschen schwierig für mich, weil es für mich keine sympathische Figur gab. Eigentlich sollte man vielleicht mit Erica ein bisschen sympathisieren, hatte ich so das Gefühl, darauf wollte so der Autor hinaus, aber sie war mir gleich von Anfang an unsympathisch. Okay, sie kann keine Kinder bekommen, ist ja alles schrecklich und nervig, aber sie wollte einen Hund kaufen, ist auch gut und schön, aber was wollte sie damit machen? Ja, sie wollte ihm Schleifchen ins Haar binden, sie wollte ihm Kleidchen anziehen, ist halt so eine verwöhnte Göre, die halt das Geld hatte und ja, hier Kleidchen und tütütü und tütütü und es muss natürlich unbedingt ein Weibchen sein damit, weil sonst kann man ja kleine Kleider anziehen und dann gehen wir ihm die Nägel lackieren und da bekomme ich schon Allergien. Frauen oder Menschen generell, die ihre Tiere so sehr vermenschlichen, dass sie ihnen Kleider anziehen und weiß ich nicht, damit kann ich einfach nicht umgehen, finde ich persönlich einfach überhaupt nicht in Ordnung. Ein Tier sollte immer noch ein Tier bleiben und kein Kindersatz in diesem Fall und sowas finde ich einfach nur schrecklich. Ja, also keine Ahnung, wenn die Menschen halt einsam sind und sich ein Tier anschaffen, ist es gut und schön, aber dann so zu übertreiben, finde ich nicht in Ordnung. Von daher war Erica für mich am Anfang gleich super unsympathisch. Ist mir auch ziemlich egal, dadurch ist es mir ziemlich egal gewesen, was mit ihr passiert. Bei Extremwetten ist es eigentlich auch egal, weil das geht ja gleich von Anfang an los. Man lernt die ja überhaupt nicht kennen, aber hier sollte man die, hatte man so das Gefühl, ich jedenfalls, man sollte so die Protagonisten so ein bisschen besser kennenlernen, aber im Endeffekt waren sie mir dann auch egal. Ja, und das fand ich halt ein bisschen schade, weil sich die Geschichte ja eben auch so ein bisschen länger gezogen hat. So was dieses Family-Business angeht, das fand ich schon sehr gut und interessant und ja, auch da waren natürlich die Charaktere flach und manche Handlungen, wo man sich so denkt, okay, die müssen alle schon super abgefreakt sein. Aber so an sich, so wie sich das alles so aufgebaut hat und wie das nachher alles so gewechselt hat und was nachher alles so passiert, interessant. Aber ich hatte halt gar kein Mitleid mit den Opfern und die Familie war mir dann auch relativ egal. Und so zog sich das dann auf 377 Seiten lang hin. War in Ordnung vom Schreibstil eben wieder sehr, sehr leicht. Hier braucht man keinen großen literarischen Ergüsse erwarten. Es liest sich leicht weg. Man kann das auch in einem Rutsch lesen, wenn man denn so viel Zeit hat. Ja, es macht aber trotzdem Spaß, es zu lesen. Es ist nicht so, dass man jetzt denkt, es ist so eine super einfache Sprache. Insgesamt habe ich diesem Buch 3 von 5 Sternen gegeben. Ja, es hat mich einfach nicht richtig catchen können. Irgendwie nicht so... Nee, es ist irgendwie nicht bei mir angekommen, auch wenn ich nicht so genau sagen könnte, warum. Einige vorgenannte Punkte haben sicherlich etwas damit zu tun, aber so hundertprozentig konnte mich dieses Buch nicht überzeugen. Ja, das war schon wieder mit einem Video von mir. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare auch, ob ihr gerne Fester Extrem lest, ob ihr sowas gerne lest, ob ihr dieses Buch schon gelesen habt oder was ihr mir noch empfehlen könntet an guter, schaubiger Horror-Literatur. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.